Leute, ich habe mir eine neue Angelroute geholt für meinen Level 15 Account und mit der neuen Route ziehen wir jetzt hier ordentlich noch ein paar dicke Fische raus und dann geht's ab zum Kristallsee. Also Leute, legen wir los, rennen wir direkt hier on spot und dann packen wir die Routen aus. Ich glaube, ich stelle mich mal hier so ein bisschen hin. Der Stein da vorne ist das Ziel. Und was habe ich mir gekauft? Nach ein wenig Diskussion im Livestream, was sich doch jetzt am ehesten lohnen würde, bin ich mittlerweile sehr zufrieden mit diesem Gerät. Der Siberia Linear S68ML. Eine Medium-Light-Route. Eine Medium-Light-Route mit der Siberia Dragon 30S. Das heißt, wir haben hier eine Medium-Light mit 3 bis 15 Kilo Wurfgewicht, 7,5 Kilo Tragfähigkeit und einer fetten Rolle dahinter mit 6 Kilo Tragfähigkeit. Und was das alles gekostet hat, schauen wir uns mal im Shop an. Also, schauen wir mal eben hier nach den Spinnrouten. Die Siberia, hier haben wir sie, das ist die Medium. Hier am Belaya natürlich nochmal ein wenig teurer als am Langen Graben. Aber auch hier unter 500 für die Route. Und dadurch, dass die Medium eine 3000er Rolle vertragen kann, habe ich dann nochmal 250 ungefähr für die Rolle ausgegeben. Das heißt, roundabout waren es 600, ja, 600 noch was, 650 ungefähr waren es, die ich ausgegeben habe für das Setup, was ich jetzt gerade am Belaya verwende. Und mit diesem Setup gehen wir jetzt hier ans Wasser und legen los. Und damit ziehen wir jetzt hier mal ein paar dicke Brocken raus, wa? Ein paar Fische fehlen mir noch bis Level 16 und wenn Level 16 erreicht ist, geht es natürlich gleich ab zum Kristallsee und dann bin ich echt gespannt, ob ich natürlich dann auch mit dieser Route hier am Kristallsee ein bisschen was rausziehen kann, denn ich habe ja zurzeit noch nicht viel anderes. Ich habe zwar noch die Corona S60. Die ganz kleine Start-Spinning-Route aus dem Tutorial mit der UDSSR-Rolle dran. Zack. Aber damit will ich ja eigentlich nicht am Kristallsee angeln. Das wäre mir dann doch schon so ein bisschen vielleicht auf Zwergmaränen oder sowas in der Art. Übrigens läuft es jetzt seit ein paar Tagen wieder fantastisch am Belaya. Wir hatten mehrere Turniere schon wieder gemacht. Dicke Fische, viele Kilo-Fische. Abgefahren gerade. Geht gerade richtig gut. So, gehen wir nochmal eben eine Ecke weiter. Gegen die Strömung. Und was man natürlich bei dieser neuen Route merkt, nicht nur, dass sie eine schöne Tragfähigkeit hat, dass man jeden Fisch richtig dominierend herausziehen kann, sondern dass das Wurfgewicht auch so schön angepasst ist, dass man eben mit den Aquila-Ködern richtig schön weit auswerfen kann. Das heißt, ich komme jetzt, na, vielleicht noch nicht ganz so weit, zack, oh, noch nicht ganz so weit wie mit einer Ultralight. Aber das Ding fliegt schon richtig weit. Zack. Das geht schon richtig gut, ey. Schon nicht nur bis vor den Stein, sondern auch schon auf gleiche Höhe des Steins. Mit den UL-Routen kommt man ja dann nochmal ein Stückchen weiter, nochmal ein paar Meter weiter. Ich meine, man könnte jetzt auch noch hier Stationärrolle skillen oder sowas. Für nochmal ein paar Meter mehr Auswurfreichweite. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also gerade jetzt im Low-Level-Bereich erstmal lieber auf die Montagen skillen.
Und wenn man dann demnächst am Kristallsee fleißig im Boot sitzt, dann muss man eh nicht mehr weit auswerfen. Zack, jawohl. Und wieder eine schöne Esche dran. Sehr gut. 800 Gramm, jawohl. Ja, machen wir mal das Level voll. Ich ziehe hier noch 2-3 Fische raus. Die haben ja hier alle ganz gut Gewicht jetzt so langsam. Geht es, so langsam wird es mehr. Jawohl, die Esche hat sogar ein bisschen gekämpft. Kurz dagegen gedrückt und zack, 1,2 Kilo. Noch 3, 4, 5 Stück davon und dann haben wir es. Bam. Oh. Wird das reichen? Ist das der Fisch? Und? Yes! Alter, da steigt der so auf dem letzten Meter nochmal richtig ein. Schön. Und wie passend. 1,6 Kilo für Level 16. Richtig gut. So. Sehr, sehr geil. Wir haben jetzt 15 Uhr. Sollen wir noch ein paar Stellen hier? Oder noch ein bisschen? Wir haben jetzt 15 Uhr. 16 Uhr. Eigentlich könnte ich direkt... Ah, komm, ist doch ein Zeichen. 1,6er Fisch. Level 16 gemacht. Und das um kurz vor 16 Uhr. Wir müssen jetzt zum 16er See. Und da sind wir, Leute, frisch angekommen. Das erste Mal hier am 16er See mit dem kleinen Account. Gucken wir mal rein. Guck mal hier, schöne Esche mit drin. Oh, Hechtauftrieb. Oh. 2x3 Kilo Hecht. Oh. Das liebe ich ja immer. Das liebe ich ja immer. Für mal eben 100 Silber machen. Ob ich das schaffe mit dem Kleinen hier? Zur Not ist das hier gar nicht so schlecht. 8-mal. Puh, wobei, das wird auch schon schwierig, ey. 1 Kilo Barsche. Das wird schon schwierig. Leute, wir machen mal eben hier den Kescher leer vom Belaya. Zack. Das war ja jetzt gar nicht so lange, das Angeln. Knapp eine halbe Stunde. Ballern wir mal eben durch hier. 90 Silber. Kratsching. Jawohl. So. Und was macht man als erstes an einem neuen Gewässer? Man holt sich erstmal in der Verwaltung eine Map. Jawohl. Jetzt können wir auch M drücken. Sehr gut. Und jetzt geht's gleich los. Entweder werde ich schleppen und das wie immer hier an diesen tiefen Stellen. Entweder hier im Kreis herum. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist diese 8 übers 12er Loch, übers 3er zurück. Dann hier die Kurve. Es ist so ein bisschen so eine eckige 8. Runter, hier entlang, hoch, scharfe Kurve, wieder zurück. Hier hoch, bis hierhin, zack, eine Ecke. Und dann hier so durch, zack. Genau, immer so im Kreis. Was ist noch wichtig, wenn man ganz frisch an einem Gewässer ist und man weiß nicht, welche Köder funktionieren? Was mache ich hier jetzt überhaupt? Ab in die Rekorde gucken. Ab in die Rekorde, wöchentlich. Und dann schaut man hier mal eben kurz rein. Die geilsten Fische im Kristallsee, das ist natürlich der Kowalski hier. Der Kowalski funktioniert gerade hervorragend anscheinend. Seewarnforelle, okay. Seewarnforelle, Seesaibling. Auch auf die Wobbler. Und dann gibt es noch die Seeforelle. Was man natürlich auch noch gut machen kann, ist, gerade wenn man mit dem leichten Equipment unterwegs ist, man geht auch in die Ultralight wöchentlichen Rekorde. Weil man ja immer noch mit einem sehr leichten Belaya Ultralight Setup oder Light Setup unterwegs ist. Und auch da sieht man, es sind hier die klassischen Belaya Köder, die, ja guck mal hier. Ah, Dodger Crank 5 Gramm. Da gucken wir mal, hatte ich mit dem Hauptaccount auch schon mehrfach die Kowalskis gerade dran.
Das wäre auch eine Möglichkeit, wobei ich die Wobbler ja noch gar nicht verwenden kann. Ja, das sieht doch gut aus. Da sehe ich mich doch schon viel eher, als hier jetzt mit den schweren Blinkern rumhantieren. So, Leute, aber jetzt ausgepennt. Jetzt haben wir 4 Uhr morgens. Endlich geht es los. Und zwar machen wir uns jetzt mit dem Boot auf die erste Runde hier am Kristallsee. Noch im Moment. Noch. Rambababam. Ich mach mal den Sound leiser. Noch im Moment mit nur einer Route. Ist mir ein bisschen sicherer. Ich habe erst überlegt, dass ich noch hier die kleine Corona auswerfe. Lieber nicht. Maximales Auswerfen. Bremse lasse ich auf 20. Gas geben so langsam. Maximal ausgeworfen. Und jetzt J drücken für den Trollinggang. Und ich bin jetzt im Moment noch mit dem Spinner unterwegs. Ich habe 2 Blinker dabei. Wobbler habe ich noch nicht freigeschaltet. Spinning, Wobbler dann bei 35%. Das dauert auch nicht mehr so ganz lang. Aber Blinker und Spinner sind beide schon geskillt. Das heißt, da kann es dann gleich richtig schön krachen. Und ich hoffe, da geht ein bisschen was. Ich hoffe, da geht ein bisschen was. Einfach jetzt gleich verschiedene Spinner oder ja doch erstmal die Spinner ein bisschen testen. Das sind die ganz normalen Spinner, die ich auch am Belaya verwendet habe. 4 Gramm. Puschelhaken ist auch dran. Fluorocarbon-Vorfach ist ganz wichtig. Die beiden Gewässer sind ähnlich, also sind sehr klare Gewässer. Belaya und Kristallsee, sehr sauberes Wasser. Augenräuber, die da drin schwimmen und die wir fangen wollen. Und von daher auch hier gerne mit einem Puschelhaken rumhantieren. Ja, und jetzt wie gesagt, ich drehe jetzt hier so meine Runden. Und dann gucken wir einfach mal, was sich hier so tut. Zack, und da geht einer hart rein. Heieiei. Okay, jetzt geht es los. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Route so richtig kann. Ab hier gehen die dickeren Fische rein. Das heißt, langsam mal die Bremse hochdrehen. 25er Bremse, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und reinkurbeln, reinkurbeln. Jawohl, komm, 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 komm. Oh, ist das schön. Und ich habe gerade schon überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, da ich ja eh jetzt mit einer Route unterwegs bin, dass ich dann einfach, sobald ich einen Biss habe, an der Stelle stehen bleibe und noch ein bisschen auswerfe und weiter teste. Oder einfach weiterfahre und versuche wieder was an einer anderen Stelle zu fangen. Da unten schimmert der Fisch schon durch. Sieht aus wie eine Seeforelle. Überhaupt nicht beeindruckt, der Fisch von mir. Und rangeflogen. Erste Seeforelle. Schön. Erste Seeforelle. Spinning hochgepusht auf 33,8. Also XP gemacht. So, gehen wir wieder hier in die Richtung. Trollinggang ist wieder aktiv. Und raus damit. Der erste kleine... Oder die erste Forelle jetzt hier gerade am... Kristallsee. Und zack, da ist sofort die nächste dran. Auch wieder ein wenig in den... Das ist gar nicht so schlecht hier gerade. Ein wenig in der Bremse. Aber das geht noch. Vielleicht fahre ich doch nochmal wieder eine Runde. Da sieht man den Fisch schon. Das ist ein Saibling. Ja, Mann. Schön. Sehr schön.
Und jawohl, zack, gerade noch den Köder gewechselt. Das Boot wieder richtig ausgerichtet. Ich bin jetzt mal auf den lilanen Aquila gegangen. Da ist aber auch schon hier, da ist aber schon... Oh, wie die sich runterstürzen, ey. Da ist aber schon Druck hier drauf. Schön ziehen lassen. Und dann, wenn er nachlässt, wieder nachpumpen. Jawohl. Und der nächste Saibling. Schön. Schön. 1,8er Saibling. Hauptsache ein Haken dran. So, so passt das. Und da ist schon wieder der nächste Biss. Jawohl. Ja, ich bin ganz... Oh, ausgeschlitzt. Ausgeschlitzt. Ich bin ganz froh, dass ich die Bremse auch relativ hochziehen kann. Dass man die ausnutzen kann, richtig. Das ist doch schon echt ganz gut. Und ich glaube, so mit 6 Kilo... mit 6 Kilo Bremse... Ist immer noch sportlich hier am Kristallsee, aber machbar. Leute, ich wollte es einfach testen. Ich habe hier... Ich habe hier die kleine Corona genommen mit der UdSSR-Rolle. 3,2er Vorfach dran und gib ihm. Und mit dem UdSSR-Spinner. Ich wollte es einfach wissen, ob das Ding hier noch Power hat. Und natürlich kracht da was rein. Jawoll. Jawoll. Fuck. Ach, ey, direkt Action hier, ey. Direkt Action. Und das muss ja nicht mal groß sein. Ist noch nicht mal groß. Aber hat einfach Power hier, der kleine Racker, ey. Na, komm ran hier, Flipper. Zack. Eine kleine Sefo mit 1,2. Oh Mann, ey. So. Aber geht. Kann man machen. Und wenn ich auf der UdSSR-Rolle hier, auf dem kleinen Ding, hoppala, wenn ich da ein paar Barsche fange, dann reicht es mir doch. Einfach nur, um es voll auszunutzen. Deswegen auch nur der einfache UdSSR-Köder. Guck mal da, eine kleine Esche. Und da geht schon wieder einer steil. Hey, Linksblechle. Ei, ei, ei. Okay, da muss ich umdrehen. Oh, mit Kopfschlägen. Oh, da muss ich umdrehen. Sofort das Boot lenken. Jawohl. Komm. Oh, der will noch gar nicht. Nee, das sieht er noch gar nicht ein. Der will noch lange nicht hoch, ey. Und auf der anderen Route geht auch noch einer ab. Ei, ei, ei. Oh, der hat noch richtig Bock. So, jetzt mache ich mal aus den Motor. Jetzt so langsam habe ich ihn. Und stelle mich auch mal hin. Ja, komm. Und komm. Oh ne, da zieht er nochmal einfach ab. Oh, da zieht er einfach nochmal ab. Der Mistfinke. Da. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, Leute? Ich habe noch nicht mal einen Kescher. Schön. Seesaibling und Level Up. Ah. Schön. Perfekt, ey. So muss das sein. So, Leute. Eingepackt. Schnell die zweiten noch reingezogen.
Und da würde ich sagen, angeln wir hier mal in den nächsten Tagen noch fleißig weiter und gucken, was das hier so an Kohle bringt und vor allem an Level bringt. Zack. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.